Und zugeschaltet aus Rom ist mir jetzt Virginia Kirst, Welt-Italien-Korrespondentin. Virginia, ich habe es gerade schon angerissen. Die Covid-Maßnahmen in Italien sollen sukzessive fallen. Was ist denn insgesamt geplant, abgesehen von der offenbar jetzt fallenden Impfpflicht für Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte? Ja, in Italien gelten schon länger nicht mehr viele Covid-Maßnahmen. Die einzige Maßnahme, die aktuell noch greift, ist die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäusern, Altenheimen. Selbst die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr ist schon Ende September abgeschafft worden. Das Thema der Impfpflicht ist etwas umfassender. Es ist ja so, dass in Italien die Gesundheitsmitarbeiter, also Ärzte und Pfleger, Pflegerinnen, schon sehr lange geimpft sein müssten. Also ungefähr schon ein halbes Jahr, seitdem die Impfungen eingeführt wurden. Und wenn sie sich an diese Impfpflicht nicht gehalten haben, wurden sie von der Arbeit suspendiert. Und das, worüber die Regierung jetzt heute entscheiden wird, voraussichtlich, ist die Frage, ob diese Menschen jetzt wieder in die Arbeit integriert werden. Also ob für sie die Impfpflicht auch weiterhin gelten soll oder nicht. Und das steht eben noch nicht ganz fest. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, aber das dürfte sich heute im Verlauf des Tages eben zeigen. Jetzt erinnern wir uns natürlich alle gut an die Bilder, die zu Beginn der Pandemie aus Italien um die Welt gegangen sind. Italien war so stark betroffen vor diesem Hintergrund. Wie reagieren denn die Menschen in Italien auf diesen sich ändernden neuen Corona-Kurs? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch verschiedene Stimmen aus den Krankenhäusern. Das ist ja der größte Einschnitt. Da geht es eben vor allem um die Maskenpflicht. Einerseits sagen die Angestellten in den Krankenhäusern, wir halten es nicht mehr aus, den ganzen Tag immer mit den Masken zu arbeiten. Und vor allem ist es eben auch so, dass wir die Patienten gar nicht dazu bringen können, die Masken die ganze Zeit zu tragen. Deshalb ist diese Maskenpflicht komplett überflüssig. Andere Stimmen sagen natürlich gleichzeitig, in bestimmten Abteilungen, etwa auf der Krebsabteilung oder auf der Abteilung für infektive Krankheiten, müssen natürlich weiterhin Masken getragen werden, auch wenn die Regierung die allgemeine Maskenpflicht abschaffen sollte. Also es gibt da zwei Lager in der italienischen Bevölkerung. Insgesamt muss man sagen, dass der Großteil der Bevölkerung mittlerweile ziemlich müde ist, was die Maskenpflicht angeht, aber die herrscht ja grundsätzlich auch in so gut wie keinem Teil der Öffentlichkeit mehr. Man muss eben schauen, wie die Regierung das jetzt entscheidet. Aber es ist nicht so, dass es jetzt eine große Welle der Angst gibt, weil die Regierung diese Maßnahmen abschaffen möchte. Virginia, danke schön für deine Erläuterung.